Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Anarchäologie. Schon mal was über die Tübinger Thesen zur Archäologie gehört? Nö? Dann ändern wir das mal schnell. In diesem Video werden wir euch erklären, was die Tübinger Thesen beinhalten und wieso sie so wichtig für die Archäologien sind. Entstanden sind sie 2015 im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. Das Fazit lautete damals, dass sich die Archäologie mitten in einem gesellschaftlichen Wandlungsprozess befindet. Möchte die Archäologie weiterhin ein Bestandteil der Gesellschaft sein, müssen ihre Bedürfnisse und Interessen ernst genommen werden. Insgesamt wurden 6 Thesen ausgehandelt. These 1. Archäologie braucht Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe. Was Archäologen heute als Bürgerbeteiligung bezeichnen, ist häufig nicht mehr als der Konsum von archäologischen Erkenntnissen seitens der Öffentlichkeit. Die sogenannten Laien sollen der Forschung hinreichende Finanzierung zustimmen, gleichzeitig werden sie aber von einer aktiven und kritischen Mitwirkung ausgeschlossen. Sei es als Finanzier, Eigentümer oder Politiker, haben Laien in der Tat einen starken Einfluss auf die Zukunft des Faches und genau deswegen ist es wichtig, dass wir alle auf einer Augenhöhe kommunizieren können. Die Archäologie kann sich auf Dauer der aktiven Beteiligung der Öffentlichkeit nicht entziehen. Es ist Zeit, strategisch zu handeln, um darin das liegende Potenzial zu identifizieren, anstatt weiter passiv zuzuschauen. Dies benötigt natürlich eine bessere Vernetzung zwischen Fachämtern, Museen, Universitäten und Forschungsgruppen, was gleichzeitig eine erhöhte Organisation und einen Betreuungsaufwand bedeutet. Das heißt, mehr Ressourcen. Die Öffentlichkeit kann aber nicht weiterhin als bloßer Konsument oder als Zahlende gesehen werden. Und das impliziert eine komplett neue soziale Dimension, also einen Paradigmawechsel. These Nummer 2. Die Archäologie sollte Sondengänger zu legalen Kooperationen einladen. Das Interesse an kulturellen Hinterlassenschaften existiert und das auch im Rahmen von illegalen Sondengängen. Das Ignorieren dieser Tatsache schadet dem kulturellen Erbe und dem Verständnis. Verbote funktionieren nie. So sollte sich eher ein Beispiel an bereits existierenden Kooperationsmodellen genommen werden, die auch schon in einigen Bundesländern praktiziert werden. Ein kooperativer Umgang mit legalen Sondengängern erfordert eine entsprechende Betreuung, Unterstützung und Regulierung. Wir müssen bereit sein, neue Lösungen für neue Problematiken gemeinsam zu entwickeln. These Nummer 3. Freier Zugang zu wissenschaftlichen Informationen kann bürgerschaftliches Engagement stärken. Der freie Zugang zu wissenschaftlichen Informationen wie etwa Publikationen und Quellen sind nicht nur wichtig für den wissenschaftlichen Austausch, sondern bringen mehr Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit ein. Die professionelle Archäologie tut gut daran, ihr Publikationswesen auf Open Access und Open Data umzustellen und dafür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. Wissen ist Macht und ein freier Zugang zu Informationen führt zu ihrer Dezentralisierung. Das kann Bürger ermutigen, sich mehr einzubringen und sich aktiv zu beteiligen. Teilen, diskutieren, mitfinanzieren. Die Digitalisierung bietet unendliche Möglichkeiten. Von digitaler Museumsinventation und spannenden Diskussionen durch Social Media Channels bis zu Crowdfunding-Projekten und offenen Webinaren. Das Ziel ist es, Bürger zum Schutz des kulturellen Erbes zu motivieren, denn uninformierte oder falsch informierte Menschen werden Kulturgut nicht schützen oder schätzen. These Nummer 4. Archäologie darf nicht durch Medientauglichkeit gesteuert werden. Uns allen ist die plakative Anwendung von Superlativen und Klischees in der Archäologie bekannt. Die Mediatisierung der Archäologie trägt mit sich Vorteile, aber auch Nachteile und muss deswegen kritisch hinterfragt werden. Die Betonung historisch bekannter Persönlichkeiten und Monumenten führt zu einer Verzerrung der Fragestellungen und Tätigkeiten der Archäologie. Die Medientauglichkeit soll nicht das zentrale Kriterium sein, nach dem Projekte ausgewählt werden. In einer sachgerechten Kommunikation archäologischer Arbeit muss auch die Darstellung der Nöte, der Bedürfnisse und des Scheiterns eingebunden sein. These Nummer 5. Kommunikation in den sozialen Medien verbessert die öffentliche Diskussion von Archäologie. Wir alle benutzen die sozialen Medien jeden Tag, ob YouTube, Facebook, Twitter oder auch Wikipedia. Hinter dieser Entwicklung steht ein tiefgreifender Wandel der Kommunikation und Zugang zu Informationen. Zahlreiche Nicht-Archäologen haben sich in den sozialen Medien eine enorme Reichweite aufgebaut und ihre Deutung von Archäologie mit dem entsprechenden großen Einfluss auf viele Menschen. Wenn wir uns weiterhin die Präsenz auf solchen Plattformen verweigern, verzichten wir freiwillig darauf, eine Rolle in der öffentlichen Debatte über Archäologie zu spielen. Die professionelle Archäologie darf in solchen Debatten nicht fehlen. Messbarer Erfolg in sozialen Medien sollte als Teil der seriösen Publikationstätigkeiten anerkannt werden und zu fachlichen Reputationen beitragen. These Nummer 6. Die Archäologie befindet sich in einem umfassenden Wandlungsprozess und sollte dessen Chancen nutzen. Die Grenzen zwischen Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Systemen sind dabei, sich zu verschieben. Eine Fachkultur, die ihre Deutungshoheit ständig schützen möchte, wird immer weniger Menschen erreichen.
Statt wissenschaftlichen Weisheiten andächtig zu lauschen, wollen sich die Menschen selbstbewusst und aktiv einbringen. In Kombination mit der gegenwärtigen ökonomischen und politischen Marginalisierung der Archäologie ist ein solcher Machtverlust eine neue Situation. Tatsächlich aber liegt im veränderten und damit neuen Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Archäologie auch eine Chance zur Neupositionierung. Es gilt, sie mutig wahrzunehmen. Die Tübinger Thesen sollten zum Nachdenken, zur Debatte und zur Veränderung in den archäologischen Wissenschaften anregen. Alle können sich an der Diskussion beteiligen. In der Beschreibung dieses Videos befinden sich noch weiterführende Links zu dem Thema. Das waren die Tübinger Thesen zur Archäologie, präsentiert von Anarchäologie. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne mit euren Freunden und lasst uns einen Kommentar da. Besucht uns doch mal auf unserer Website www.anarchäologie.de. PS, das nächste Video ist bereits in Arbeit.